Hallo und herzlich willkommen zurück. Meine etwas andere Begrüßung heute. Ja, hier ist das StarCraft 2 Let's Play und wie ihr so schön seht, wir haben hier schon wieder Nachrichten. Schauen wir uns die Propaganda-Scheiße mal wieder an. Hier ist Kate Lockwell für UNN. Die Königin der Klingen persönlich wurde vor kurzem auf Tyrador gesehen. Dr. Emil Narut, Leiter der berühmten Möbius Foundation, hatte ein Aufeinandertreffen mit der Alien-Königin, steht aber für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In einer Erklärung sprach Dr. Narut Rainers Raiders den Erfolg zu, die Königin der Klingen vom Erreichen ihres Ziels. Kate, es tut mir leid, hier unterbrechen zu müssen, aber wir haben eine Einmeldung hereinbekommen. Anscheinend schalten wir zur Werbung. Bitte. Welcher Geist spukt in Ihrem Heim? Es könnte Ihr begabter Nachwuchs sein. Registrieren Sie Ihr Kind noch heute beim Psyops. Das ist das Gesetz. Das ist Ihre Pflicht. Das ist genau so eine Scheiße, Propaganda. Ja, wie in der Vorfolge da, wo Verräter und so weiter. Und hier ist es Propaganda. Ich kann's einfach nicht mehr ab. Die ganze Zeit, also jetzt nicht das Spiel kann ich nicht ab, ich kann Propaganda und Verräter kann ich nicht ab, das meine ich damit. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, das Spiel ist prima. Was haben wir denn hier? Zergforschung. Haben wir Zellularreaktoren, was für was denn? Spezielle gewinnen 100% Anfängerenergie und 100% Maximalenergie hinzu, alles klar. Regeneration! Machen wir noch Biotechnologie. Biotechnologie ist immer cool. So, dann Arsenal. Weil da haben wir jetzt zum einen hier hinten den Medivac. Das sind keine schlechten Einheiten, also ist ein Sanitäter halt drin, der dann alles um sich herum unten drunter heilt. Das ist ganz praktisch, aber es sind jetzt nicht Einheiten, die ich jetzt unbedingt bauen würde und halt in die Schlacht schicken würde, beziehungsweise als Unterstützung mitschicken wollte, allein schon weil sie fliegen. Sind sie sehr ungünstig, weil die fliegen einem nämlich dann immer genau dahin, wo man nicht hinhaben möchte. Da ist die KI dann ein bisschen kontraproduktiv. So. Augenblicklich, ja. Die Liga. Das kaufen wir uns jetzt. Und mehr können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Ich weiß gar nicht, ob die. Moment, wir müssen nochmal kurz ins Labor. Da, Labor. In das Forschungsterminal, weil irgendwo. Ach nee, das macht der Herkules ja von alleine. Alles klar. Und zum Transportieren nehme ich lieber den Herkules. Da passen viel mehr Einheiten rein als hier so was. So ein Medivac. So. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zur Brücke. Nehmen wir erstmal den hier. Ich habe über Tyrador nachgedacht. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen, als sich kopfüber in eine Alien-Invasion zu stürzen. Wenn es dir zu haarig wird, denk einfach ans Geld. Ich werd's versuchen, Kumpel. Ich werd's versuchen. Guten Tag, Sir. Alle verfügbaren Missionen sind bereit zur Durchsicht und stehen Ihnen auf der Sternenkarte zur Verfügung. Matt, ich... Ach, scheiße. Einfach nur danke, okay? Ja. Er findet seinen Weg noch. Typhon machen wir nicht. Wir gehen jetzt nach Valhalla. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben, beweisen, dass Mengsk das Massaker auf Tarsonis befohlen hat. Jetzt müssen wir diese Aufnahmen nur noch veröffentlichen. Mira Hahn hat uns einen Tipp gegeben, der von Nutzen sein könnte. Die Liga enthüllt bald auf Korhal eine neue Kriegsmaschine namens Odin. Wenn wir den Odin in unsere Gewalt bringen, können wir uns dort mit seiner Hilfe Zugang zu den UNN-Studios verschaffen und die Aufnahmen über Mengs Kriegsverbrechen veröffentlichen. Der Odin befindet sich zurzeit auf einem Testgelände auf Valhalla.
Ja, dann fahren wir mal gern, gehen wir halt. Unser Team ist in Position. Wir sind bereit, den Odin zu entwenden. Sind Sie sich da absolut sicher, Sir? Ja. Tykes ist auf jeden Fall unser bester Mann für diese Art Job. In der Schlacht ist er allerdings schnell etwas übereifrig. Wir müssen also zusehen, dass wir hinterherkommen, wenn der Kampf erstmal angefangen hat. Wenn er den Odin tatsächlich steuern kann, ist es äußerst wichtig, dass wir alle Basen der Liga in der Gegend ausschalten. Hoffentlich können wir alle Übertragungen lang genug blockieren, bis er das geschafft hat. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Nachrichten hierüber nach Korhal gelangen. Was wissen wir über diesen Odin? Es handelt sich um einen experimentellen, überschweren Belagerungskampfläufer, der für ausgedehnte Kämpfe an der vordersten Front entworfen wurde. Sehr kampfstark. Klasse. Also könnte doch nicht mal Tykes den verschrotten. Los, los, los! Maschine der Zerstörung. Boah. Ich sah jetzt gerade in der Videosequenz, sah das Ding schon richtig geil aus. Das ist ein böses Spielzeug, glaubt's mir. Der Odin ist toll. Wobei die kleineren Varianten, die sind auch nicht schlecht. Aber ich hätte liebend gerne so eine ganze Armee voller Odins. Naja, wobei, es reichen 3-4 Stück davon aus. Werdet da gleich sehen, warum. Ach so, das ist mein Headset, das so rot leuchtet hier. Das ist jetzt keine verdeckte Operation, Herr Müdes. Feuert aus allen Rohren. Los, los, los! Sicher. Wird gemacht. Sir, Sie scheinen da etwas sehr Interessantes gefunden zu haben. Wenn Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen könnten, wäre das super. Aktiviert die Auto. Machen wir, wenn's geht. Ich nicht davon ab, dieses Baby zu bekommen. Bingo! Bis hier. Na dann steck mal ein, Großer. So muss das laufen. Verdammt, Tykes, du sollst warten. Kannst du mich hören? Sein Kommunikator steht auf Senden, Sir. Er kann uns überhaupt nicht hören. Die Liga hat ihre Verteidigungsanlagen bald hochgefahren. Na klasse. Errichten wir so schnell wie möglich unsere Basis. Wir müssen ihm einfach reinfolgen und hoffen, dass er es nicht zu sehr übertreibt. Oh Mann, wie mache ich was vor? So, ihr lieben BWFs. Nicht so viele. Hier dahin, hier dahin. Da drauf. Klick, 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 klick. Verschwindibus. Kann's kaum noch erwarten. Hier da rein. Bereit machen, Jungs. Und da steht mein. Warum nicht? Steht Tykes mit seinem Odin. BWF bereit. So, dann können wir nämlich jetzt. Oh, ein Tischlabor für den. Sir, ich orte schwere Kreuzer der Liga auf Abfangkurs mit dem Odin. Hey, Halssporn! Willst du diese Raumjäger jetzt haben? Die nehmen es locker mit einem schweren Kreuzer auf. Du kannst ja, dann schick mal ran hier. Mehr bauen. Im Standby. Halten wir ihn ein. Schön. Maximaler Schub. BBF
schön aus der Tarnung heraus angreifen und das Techlabor. BWFs hinterher schicken. Und jetzt müssen wir nämlich gleich mal gucken, dass wir jetzt irgendwie uns aufgewertet bekommen hier. Also, was ist jetzt der Plan, Commander? Die Basen in Schutt und Asche legen, oder? Ist das lebensbedrohlich? So schaut's aus. Partner. Man hört dich nicht. Nein, du hörst uns nicht. Tja, also, solange du mir nicht sagst, dass ich hier nicht auf den Putz hauen darf, mach ich das doch einfach mal. Ach ja. Der liebe Teikus. Wenn wir den Bunker haben, schicken wir die Jungs hier rein. Platz haben wir denn hier noch? Einen. Ne, da besorgen wir uns gleich einen. Oh, du willst hier von was? Boom. Gleitschutz ist ja dabei. Ich bin schon unterwegs. Schicken wir noch einen WWF mit. Schlechte Neuigkeiten? Ja, wir brauchen nämlich jetzt dann das Fusionssignal. Einer. So, WWF haben wir vor Ort. Der repariert den Eulen hier. Ach ja, haben wir hier stehen. Ja, der repariert den schön. Ja, immer ein WWF auf Schleppe, die Raumjäger sind hinter ihm her. Was wichtig ist? So, Fusionskern. Ja, ja. Zur Basisabsicherung brauche ich das Ding. Ich will noch zwei Ghosts hier jeweils reinschicken. Einen da, einen da. Dann haben wir noch Langstrecken. Dann haben wir noch Langstreckenverteidigung. Der nimmt die Basis da schön in Ruhe auseinander. Sauber. Sorg du nur dafür, dass ich weiter repariert werde, Jimmy. Und ich gewinne den Krieg für dich im Alleingang. Redet er immer so viel, Sir? Ja, sobald er in einen Kampf verwickelt ist, kann er einfach nicht die Klappe halten. So, jetzt wo das geschafft ist, mache ich mal eine kleine Pause. Gut, dass ich mir eine kleine Erfrischung mitgebracht habe. Zum Wohl! Von mir aus. Komm, die Credits könnten mal ein bisschen schneller fließen hier. Dass ich die alle positioniert habe hier, ist nämlich die Fusionsding da unten schon längst fertig. Und wir wissen ja, wir werfen die Dinger ja ab. Wir bauen sie ja nicht mehr. Aus der Bahn! Okay. Was wäre vor? Ach, hallo. Schicken wir dich mal zu Teikus. Es geht auch nichts über einen Drink auf den verkohlten Überresten seiner Feinde. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie du dann da... Ach, Schattenkommandozentrale brauchen wir noch. Wo haben wir die denn? Schattenkommandozentrale. Ich bin schon unterwegs. Dann bau mal. Oh, wir haben noch kein Waffen-Upgrade-Gebäude, noch kein Panzer-Upgrade-Gebäude, das ist schlecht. Ich kann nicht mehr länger abwarten. Weiter geht's. Wie ist der Plan? Oh, Ette Jürgen guckt sich hier mal in. Hey! Nur zu! Hinterher. Was? Aber wir haben ja noch diese Dreifachforschung, ne? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das ist ja, glaube ich, auch noch irgendwo was rumstehen. Oh! Sie kleben an mir! Ich höre, Commander. Was ist denn Loki mal? Ach, verstehen den. Den Odin da mal schön arbeiten. Der macht das schon.
Ah, perfekt. Dann haben wir das soweit jetzt schon mal fertig. So, dann machen wir nämlich jetzt. Zack, 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 zack. 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 So. Und danach. Hallo, blinkender roter Knopf. Wofür bist du denn da? Baby. Verdammt. Ist das geil. Ach, ne. So, jetzt haben wir unsere Ghosts, aber nicht genügend Mineralien. Na komm, geht doch. So. Zwei Ghosts, einen unten rein, einen oben rein, dann haben wir da genügend Abwehr. Ja, es ist schon wieder fertig. Durch. Ich denke mal, ihr Jungs braucht eine Weile, um aufzuholen. Jo. Der du räumst. Alte Tykes wird sich hier einfach ein wenig entspannen. Jo, jo. Gute Nacht. Wertke. Weckt mich einfach, wenn ihr soweit seid. Eine kleine Nuklearrakete sollte ausreichen. Brauche Lagerbericht. Wieso passt denn der da nicht rein? Was soll denn der mehr? Das ist gut. Nimm mal eins gleich mal raus. Abmarsch bereit! Ah, verstehe. Gut. Dann hier. Auf Space Marine raus. Worauf soll ich ballern, Sir? Oh, die kommen mit Rächern. Geh mal reparieren. Ghost zur Stelle. Oh, und hier noch ein Ghost rein. Was ich durchaus schade finde, ist, dass die Ghosts männlich jetzt sind. Weil eigentlich sind es weibliche Ghosts. Ich glaube, das wurde mal im ersten Teil, wurde das mal erwähnt. Glaube ich. Dass es nur weibliche Ghosts geben soll, weil die wohl... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnten Sie mir eine Probe davon ins Labor bringen? Vielleicht, dass ich es ja zu etwas nutze. Ja, das ist schon dabei. Weil die wohl irgendwie sich leichter kontrollieren lassen oder weil sie nicht so stark aggressiv sind wie männliche Parts. Also ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber so ungefähr müsste das gewesen sein. Und hier sind es leider männliche Ghosts. Aber ob nun männlich oder weiblich, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ghost! Komm schon, Jimmy. Wir müssen noch ein paar Köpfe einschlagen. Nicht genug Mineralien. Noch mehr davon brauchen wir nicht. Bereit machen, Jungs! Verstanden! Das Ding ist schon böse. Oh, ja, mal dein Ghost. Der kann ja komplett permanent in Tarnung bleiben. Kann ja nochmal eine Nuklearrakete nachladen. Los. Das wird dir nur so für den Notfall. Mehr wehtun als mir. Willst du was hiervon? Sie kleben an mir! Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich hab nur leider kein Kaugummi. Wie bitte? So mag ich das. Jawohl. Boom, Baby. Weiter.
genial, dass die Ghosts permanent Tarnung haben, ja. So, damit haben wir jetzt auch eine Nuklearbombe bereit. Oh, da steht ein Panzer. Das wird eine hübsche Überraschung. Drei Basen weniger. Vielleicht hat der Spiel. Oh, ich muss mich mal kurzzeitig entschuldigen, aber irgendwie habe ich hier gerade leichte FPS-Probleme. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Meinst du, ich glaube, ich nehme mir noch eine Auszeit. Schick mir in der Zwischenzeit doch noch Verstärkung, Jimmy. Weil ich sehe das ja oben links durch das Aufnahmeprogramm. Und irgendwie geht hier gerade böse die FPS sinken. Hatte ich auch gerade schon in den Videos gesehen, dass da irgendwie es am Haken war. Ich verstehe noch nicht so ganz. Ich wollte jetzt ganz schnell für euch was aufnehmen. Damit ihr halt nicht leer ausgeht. Und ich warte im Moment. Achso, sollte ich vielleicht mal noch erwähnen. Wobei, nee, da mache ich. Habt ihr demnächst noch ein Infovideo? Solltet euch anschauen. Infovideo dann vom Montag oder so. Meinst du, diese Weicheier liefern uns diesmal sowas wie einen Kampf? Ich bin bisher noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Nur zu. Los. Wird gemacht. Bestätigt. Verstanden. Klingt gut. Kann ja mal schon ein Stück vorrücken hier. Das wird eine hübsche Überraschung. Wird gemacht. So mag ich das. Los geht's. Ich komme jetzt erst richtig in Schwung. Ja. Schaltet sie aus. Viel zu leicht. Das wird wehtun. In Bewegung. Los. Ziel markiert. Was damit? Kommt ein Bämmchen vom Himmel, setzt sich nieder auf den Schoß. Oh oh! Ah, der wird noch umgehört. Kinderspiel. Er wollte doch eine Atombombe haben, die ihn wachrüttelt. Verstanden. Wird gemacht. Aber nur noch unsere Ghosts hier, so ein Scheiß. Na egal, produzieren wir halt noch ein paar davon. Wehtun als mir. Ah, das ist das Letzte. Wie bitte? Berlin? Das ist das letzte Gimmick. Das wollten wir doch noch haben. Dafür haben wir doch die Zergforschung dann komplett. Danke. Ich kann es gar nicht abwarten, mich darauf zu stürzen. Rein wissenschaftlich meine ich. Ja, ich ja. Vor, es zu essen. Ja, ja, ist klar. Aus. Verstanden. So mag ich das. Viel zu leicht. Ghost zur Stelle. Jawohl. Ziel in Sichtweite. Können wir mal eben. Das wird schwierig. Atombombe nachrüsten. In der nächsten Basis und der Odin hat keine besonders gute Luftabwehr. Startet der Raumjäger vom Raumhafen. Wenn wir genügend haben, können wir uns um die schweren Kreuzer kümmern. Das hat Spaß gemacht. Keine Ressourcenkollektion, was Spingas angeht, ist ein bisschen für den Arsch. Nee, ich weiß es nicht. Diese Liga-Eierköpfe haben wirklich an alles gedacht. Entschuldigt mich mal gerade.
Also für alle, die sich fragen, was der da jetzt gerade macht, er geht auf den Port. Ich brauche Lagebericht. Das wird mir zu brenzlig. Einzelkämpfe, klar? Basis wird angegriffen. Ghost zur Stelle. Verstanden. Schauen wir mal mit dem Ghost hier runter. Dann schauen wir uns doch mal kurz hier unten. Basis wird angegriffen. Können wir ja noch ein paar Ressourcen einsetzen. Das war gut. Seid ihr schon bereit? Nein. Klingt gut. Kinderspiel. Sind Sie sicher? Drecksacker, haben wir meine ganzen Ghosts zerlegt. Wie bitte? Brauche Lagebericht. Wie bitte? In Bewegung. Jawohl. Wird gemacht. Ja, ist total verblödet. Wo ist denn hier die feindliche Basis? Raus damit. Okay. Ich hoffe, du hörst mich, Jimmy. Denn ich mache mich jetzt zur letzten Basis auf. Nein, bleib stehen. Ich habe noch keine Atombombe abgefeuert. Was ist mal shit, wenn da los hier? Los. Das wird wehtun. Verstanden. Ziel in Sichtweite. Bin unterwegs. Stelle. Wie bitte? Viel zu leicht. Schön. Tarnung. So mag ich das. Ich will verdammt sein. Das wird wehtun. Piu, piu. Willst du was hiervon? Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider kein Kaugummi. Boom, Baby. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Willst du was hiervon? Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider kein Kaugummi. Boom, Baby. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Willst du was hiervon? Ja, hallo, mein kleiner Freund. Wie konnte ich denn bitte den Knopf mit dem Totenschädel darauf übersehen? Sie aus. Oh, oh. Wird gemacht. Rote mir die Nuklearbombe direkt da rein, ne? Auf dich wartet eine Welt voller Schmerzen. Wieso hat dem seine Nuklearbombe eine größere Feuerkraft als meine? Verstanden. Ausgezeichnet. Nun, da der Odin gesichert wurde, können wir gegen den UNN-Komplex auf Korha losschlagen und unsere Übertragung senden. Hey, kannst du mich hören, Captain? Nächstes Mal hast du hoffentlich ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Tykes, wenn es darum geht, Chaos zu verursachen. Das ist doch so ziemlich alles, wobei ich vollstes Vertrauen in dich habe, Tykes. Wo war der Loki? Naja. Dann haben wir Loki halt nicht erwischt. Auch gut. Dann eben nicht. Jetzt fortfahren. Boah, jetzt geht's wieder mit den FPS. Jetzt gehen sie wieder gerade runter auf 2-3 während des Ladescreens. Das ist aber normal. Und jetzt gehen sie dann nachher wieder hoch auf 30. Verstehe, wer will, nur ich nicht.
Was soll's? Jetzt habe ich 60, 90. 60. Du hast da draußen echt gut gekämpft, Tigers. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. Aber er ist wenigstens kein Verräter. So. Und damit haben wir wieder eine Folge vernünftig abgeschlossen. Und besser gesagt, eine Mission erfolgreich abgeschlossen. So. So, und ja. Damit entlasse ich euch dann auch direkt wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Schreibt mir rein, wie es euch gefallen hat. Daumen hoch, Daumen runter. Aber bitte dann auch mit ernst gemeinter Kritik, wenn ihr Daumen runter meint. Ja, ansonsten halt Daumen hoch, freue ich mich immer schön. Alles klar, dementsprechend wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.